Hallo, meine Lieben. Ich weiß ja jetzt nicht so ganz genau, wann wir uns wiedersehen, aber ich dachte, ich sollte euch auch in der flauen Zeit Geschichten erzählen. Die Bücher könnt ihr ja selber lesen, aber zu jedem Buch gibt es eine ganze Menge Geschichten, die der Geschichte vorausgegangen sind. Und darüber wollte ich heute erzählen. Falls mein Podcast, das ist nämlich einer meiner ersten Versuche mit Podcast überhaupt, also falls mein Podcast nicht so gut klappt, habt bitte Nachsehen. Hin und wieder werden mir wahrscheinlich Fehler unterlaufen. Habt Geduld, ich lerne ja auch erst. Also, fangen wir von vorne an. Das Buch, um das es heute geht, heißt Eingesagt in Mitte, ist ein Berlin-Krimi. Und hoffentlich der erste in einer Reihe von Berlin-Krimis um die Berliner Busfahrerin Hendrike Blank. Der Idee zugrunde liegen eigentlich mehrere Themen, die mich die ganze Zeit über schon beschäftigt haben. Nämlich einmal die tolle Arbeit der Berliner Busfahrerinnen und Busfahrer. Und ich fand, darüber müsste mal geschrieben werden. Und da ich nun mal unter anderem Krimis schreibe und ich mir schon vorstellen kann, dass es in Bussen jede Menge kriminelle Energie gibt, habe ich gedacht, schreibe ich mal einen Krimi mit Hauptfigur Berliner Busfahrerin. Besagte Busfahrerin in unserem Falle heißt Hendrike Blank, ist alleinerziehende Mutter von drei pubertierenden Töchtern, geschieden von einem Mann, der als Kleinkrimineller unterwegs ist und eigentlich eine ganz pragmatische Person. Jedenfalls glaubt sie nicht an Geister. Trotzdem arbeitet sie nebenberuflich als Geisterjägerin. Und deshalb ist sie auch in diesem Fall unterwegs. Und die Idee dazu kam mir von einem Zeitungsbericht, in dem darüber geschrieben worden ist, dass einige Berliner Notärzte Leichen an Beerdigungsinstitute vermitteln. Dann gab es einen riesengroßen, bisher unaufgeklärten, jetzt natürlich nicht mehr, bisher unaufgeklärten Millionenraub in Berlin. Dann kamen dazu merkwürdige Gestalten, die man eigentlich überall in Berlin sieht. Und die Überlegung, wenn es in Berlin irgendwo Geister gibt, dann mit Sicherheit beim Invalidenfriedhof. Ja. Das ist die Mixtur, aus dem dieser Krimi ist. Und jetzt lese ich euch gleich, nee, jetzt sofort lese ich euch ein kleines Stückchen vor. Donnerstag, 26. Juli, 3:45 Uhr. Das Handy dudelte die Melodie von Bonanza. Hendrike schoss aus dem Tiefschlaf hoch und angelte es vom Nachttisch. Was sollte das? Sie musste gerade mal vor 2 Stunden wieder eingeschlafen sein. Sie versuchte müde, ihren Blick zu fokussieren und die Displayanzeige zu entziffern. 3:45 Uhr, private Nummer. Wer auch immer dran war, hatte seine Telefonnummer unterdrückt. Sie beschloss, dass sie den Anruf dann auch nicht annehmen musste. Stattdessen griff sie nach dem Wecker. Er hatte nicht geklingelt. Wieso hatte der nicht geklingelt? Sie hatte Tagdienst. 5:30 Uhr bis 17 Uhr. Als sie näher hinschaute, stellte sie fest, dass sie vergessen hatte, den Alarm zu aktivieren. Allerdings war noch 10 Minuten Zeit. Sie kuschelte sich noch einmal in die Decke und versuchte, das Klingeln zu ignorieren. Sie überlegte, ob sie doch rangehen oder das lästige Handy gegen die Wand werfen sollte. Andererseits hatte der Anrufer sie davor bewahrt, zu spät zum Ablösepunkt zu kommen, wo sie den Bus übernehmen würde. Also sollte sie sich vielleicht doch melden. Wenn jemand um diese Zeit und mit einer derartigen Hartnäckigkeit anrief, war es womöglich ein Notfall. Und sie konnte ja immer noch auflegen. Hallo? Eine Frauenstimme, hörbar gestresst, wollte wissen: Sind Sie die Frau, die Geister vertreibt? Wieso? Hendrike setzte sich auf. Weil es bei mir spukt. Haben Sie eigentlich mal auf die Uhr geschaut? Es ist erst kurz vor 4. Bitte, bitte, ich weiß nicht, an wen ich mich sonst wenden soll. Noch
war Hendrike nicht bereit, sich auf die Nöte der Frau einzulassen. Sie sehnte sich nach einer Dusche und einer Tasse Kaffee. Die Mädchen hatten Ferien, waren eine Woche bei Kunz. Die musste sie heute glücklicherweise nicht wecken. »Woher wissen Sie von mir?« Die übliche Frage. Hendrike hatte durch unliebsame Erfahrungen mit Jägern von Geisterjägern sowie allerlei Scharlatanen gelernt. Wer nicht mit guten Referenzen aufwarten konnte, wurde spätestens zu diesem Zeitpunkt mit dem Hinweis auf Arbeitsüberlastung im Zweifelsfall sogar Geschäftsaufgabe abgewimmelt, wobei Geschäft eher nicht passte. Denn Hendrike arbeitete ja ohne Bezahlung. Wer unbedingt Geld geben wollte, manche Menschen fühlten sich dann besser, weil sie niemanden einen Gefallen schulden wollten, für den druckte sie eine Liste von karitativen Organisationen aus, die dringend Spenden benötigten. Könnte kommen, bitte. Invalidenstraße, Berlin, Mitte, nahe Charité. Das Haus liegt fast direkt gegenüber dem Naturhistorischen Museum. Wir können nicht schlafen. Das Baby weint dauernd und da ist dieser Nebel. Wie ein Schatten. Und es wird plötzlich eiskalt. Völlig ohne ersichtlichen Grund. So, das war's für heute. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal.